Schon wieder ein Corona-Jahr. Ich glaube es nicht, doch es ist wahr. Jetzt stehe ich hier im schwarzen Frack und Corona geht mir auf den Keks, den Sack. Das darf ich nicht mehr sagen. Mit Gendern muss ich mich plagen. Sprachlich die Geschlechter klitten, als ob wir sonst keine Probleme hätten. Als Eiskalte stehen wir da drüber. Bei uns gibt's alle Art von Brüder, ob MWD, wir fragen nie, denn wir sind Fasnacht Family. Bei Family muss ich gerade denken an die, die unseren Staat jetzt lenken. So ein Selfie gab's noch nie. Auch staatlich sind wir Family. Papa, Mama und auch Kinder. Gott sei Dank gibt's Dorke, Finde. Doch eins ist klar beim Parteiendreie, die nächsten Jahre werden ganz schön deie. Jetzt wird noch mehr an Geld gedruckt, denn ausgelöffelt wird die Suppe doch nur von uns. Wir schaffen das. Schon Merkel wusste, es wird kein Spaß. Der Sprit geht rauf, es ist verrückt. Die Inflation gleich nachgerückt. Die Löhne gehen hoch, Gott sei's gedankt. Doch es schafft ja keine. Sie sind all krank in häuslicher Isolation. Und das auch stets bei vollem Lohn. Drum sage ich's nochmal ohne Schleier, ihr liebe Leute, das wird deie. Doch gibt's auch Schutz im Kreis der Lieben. So steht es im Gesetz geschrieben. Familie haben ist meistens schön. Doch ist's auch gut, wenn manche gehen. Bei Mutti Merkel konnte man lesen, sie ist die beste Kanzlerin gewesen, die wir in Deutschland jemals hatten. Selbst Sozis stehen in ihrem Schatten. Doch als I love, you love, Olaf kam, da klappt sogar der Sozi-Kram. Er machte keine großen Sachen. Die Fehler ließ er andere machen. So passiv kann man Kanzler werden. Bei der Union kann er sich nicht beschweren. Luschi Laschet konnte kein Gegner sein. Er war Opfer und ging auf Söders Leim. Bei Friendly Fire immerzu, gepaart mit Dummheit noch dazu. In Main sieht man, der hat kein Herrn. So eine darf kein Kanzler werden. Zum Familienkreis gehören auch Neffen. Das sind die, die meist am lautsten kläffen. Vornehmlich aus der CSU. So Typen geben niemals Ruhe. Doch einem verböte ich jetzt das Maul. Wenn Scheuer kommt, der lahme Gaul. Söders hauptrektale Passagier. Mit Großkotz-Überheblichkeitsmanier. Hat Mautmillionen dumm verbrasst. Und wird dafür nicht mal geschasst. Da sage ich auch zur CSU, halt euer Klapp, lasst uns in Ruhe. Und bei der Union, das ist kein Scherz, kam im Januar der 3. März, das ist Verjüngung bei der CDU. Auch da sage ich, lasst mir die Ruhe. Doch waren die anderen noch viel schlimmer dachte ich, geht es nimmer. Doch Merz lässt keine Frauen vor und schießt direkt ein Eigentor. Als Gott den Mann erschuf in ein paar Zügen, da war sie leider nur am Üben. So würde ich Geschichte auch mal sehen. Nicht alles muss sich um Männer drehen. Drum bin ich froh, dass Anna kam. Bei Putin kam sie gar nicht an. Er ist halt auf die russische Art ein lupenreiner Demokrat. Zum Thron haben wir eh nichts da. Nur unsere Bundeswehr, ei hoppala, kein Hubschrauber, der funktioniert. Dafür werden Segelschiffe repariert. Beim Babbeln, da sind sie wirklich gut. Davor zieht jeder Feind den Hut. Wir bilden eine Babbelfront, bis richtig Militär dann kommt. Ja, regieren im Familienclan, das ist der neue Masterplan. Drum ist auch Lauterbach dabei, er ist der Streber der Partei. Optimus Prime der SPD. Doch wenn ich den am Bildschirm sehe, wenn er doch Charisma nur hätte, so gleicht er eine Schlaftablette.
Doch nach dem Spanblatt konnte es nur besser werden. Der Karl hat doch noch was an Herrn. Das Licht im Tunnel, sagt ihr klug, könnt auch sein, ein Anentzug. Dann sind auch Schlimmste wir gefasst. Wird's besser, hat's halt gut gepasst. Wenn nicht, dann gibt's bald Cannabis. Wird's schlimmer, wird halt mehr gekifft. Legal, egal, scheißegal. Mit einem Joint erträgst du Karl. Gib dem Karl eine Talkshow. Bitte sehr, die Datenlage gibt es her. Tja, jede Familie hat auch einen Freak. Doch kam der Freak hier nicht zum Sieg. Frau Hofreiter wurde nicht gewählt, liegt nicht am Haarschnitt, weit gefehlt. Diesmal kam Özdemir halt dran, fährt auch ganz brav jetzt mit der Bahn. Flugmeilen brachten ihm kein Glück, so gern guckt der auch nicht zurück. Doch unsere Bauern sehen ihn angstvoll an, ob er auch mal respektvoll kann. Denn unsere Bauern sind kein Dreck, die haben das Herz am rechten Fleck. Familienbetriebe müsst ihr stärken, das soll sich jeder Kopfmensch merken. Die pflegen ihr Land, haben keine Gier, haben Respekt vorm Boden und vorm Tier. Doch mit Großbetrieben ungeniert wird die Natur schnell ruiniert. Und von der großen Handelsmacht werden die Kleinen auch noch platt gemacht. Da sage ich, ich glaub mit Recht, soll's teurer werden, das wäre nicht schlecht. Doch muss das Geld beim Bauern landen und nicht im Aldi-Lidl-Sumpf versanden. Noch ein Thema muss jeder sehen. Es muss bei uns ganz oben stehen. Statt Bitcoin, DAX und Indexbrei braucht man den Stand vom CO2. Wird Kohle, Öl verbrannt ganz munter, geht bald ein Teil der Welt noch unter. So langsam wird uns allen klar, es ist zu warm, die Hitze ist da. Wenn wir nichts tun und nichts erfinden, wird sogar Holland bald verschwinden. Ja, man könnte es verkraften, sag ich ganz keck, doch unsere Eisbären werden dann auch bald weg. Selbst Smartboy Lindner hat's begriffen und Habeck hört jetzt auf zu kiffen. Corona-Geld fürs Klima nehmen, dafür braucht sich keiner schämen. Aus Wasserstoff und Sonnenwind man saubere Energie gewinnt. Doch auch hier zitiere ich Lieschen Meyer, ihr liebe Leid, das wird noch deie. Aber macht es nichts. Wir haben's ja. Wir meinen's, wir sind jetzt wieder da. Von BioNTech gibt's richtig Geld. Ihr liebe Leute, was kostet die Welt? Als erstes kaufe mir Wiesbaden. Bewahren die Welt damit vor Schaden. Eine Fasnachtsuni bauen wir dann, damit ein Hesse armer lachen kann. Im Rathaus schon die Korkenknalle. Der Ebling ist noch mehr am Lalle. Zum Frühstück gibt's schon Polonaise. Zum Mittag wascht mit Spundkäse. Das ganze Jahr ist dann Fasnacht. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Geschafft wird da ja nimmer. Eigentlich wär's dann so wie immer. Schon die Jockelwurst vom Handkäse gehen, konnte Ugo in der Zukunft sehen. Unser Obes, was waren die also klug? Jahrzehnte wird investiert, Zug, um dieses Ziel hier zu erreichen. Als Weltstadt setzen wir jetzt Zeichen. Doch sind wir ehrlich, ohne Zorn, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Das war's, Corona-Protokoll. Nach vorn mir gucke, hoffnungsvoll. Eiskalte sind und bleiben wir. Egal was kommt, wir bleiben hier. Im nächsten Jahr dann echt und live. Kein Fernseh, gucke, Scheiß. Mit euch im Saal dann Arsch an Arsch. Und mit Synkopes na Hallamarsch. Mit Schmidt und seiner Schwiegermutter, er steht noch immer gut im Futter. Mit Vortrag, Spaß und Komitee. Nächstes Jahr, da wird es Doppel-Che. Wir alle hier haben längst erkannt, Fasnacht ist systemrelevant. Bis nächstes Jahr dann zur echten Schau. Macht's gut, ihr Leid. Und ein dreifach Hello, Hello, Hello.